So, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu WW wie Wetterwissen. Ja, in der ersten Folge haben wir tatsächlich darüber geredet, was denn eigentlich überhaupt Wetter ist, ja, und wie können wir denn das Wetter überhaupt so beschreiben oder messen oder registrieren oder sonst noch wie, ja. Da habe ich ein paar verschiedene Messgrößen gesagt, wie jetzt zum Beispiel die Temperatur oder der Luftdruck oder die Windgeschwindigkeit und so weiter und so fort, ne? Und ja, jetzt hier in dieser Folge schauen wir uns mal die Temperatur ein bisschen genauer an. Ich denke, jeder von euch wird wohl wahrscheinlich das kleine Gerät hier im Haushalt stehen haben, ja. Und zwar nämlich ist das wirklich ein ganz, ganz kleines, nützliches und informatives Teil. Ja, das zeigt nämlich die Außentemperatur an. Genau, weil im Regelfall, bevor man jetzt zum Beispiel rausgeht, egal ob das jetzt auf die Arbeit ist oder ob das jetzt spazieren ist oder ob das jetzt zum Einkaufen geht oder sonst noch wie, möchte man ja wissen, wie man sich anziehen sollte. Und man möchte natürlich wissen, wie warm ist es denn überhaupt draußen jetzt aktuell? Ja. Aber wir können, viele Leute wissen halt, ja, okay, alles klar, das hier ist ein Thermometer, mit Hilfe, in dem wir herausfinden können, wie warm oder wie kalt es draußen ist. Aber viele wissen halt leider überhaupt gar nicht mal, was die Definition von einer Temperatur ist. Ja. Die Definition ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und zwar nämlich ist es mehr oder weniger die mittlere Geschwindigkeit der schwingenden Atomen. Ja. Also wer früher mal in der Schule in der Chemie aufgepasst hat, weiß ja im Prinzip, dass die Chemiker sagen, jo, alles klar, alle Materialien haben unterschiedliche Atome und Atombindungen und sonst noch wie, und sie bewegen sich untereinander. Ja. Und in dem Moment, wo die sich untereinander bewegen, spielt die Temperatur halt eine Rolle. Ne? Weil je kälter es ist, desto langsamer bewegen sich halt die Atome bzw. Moleküle und so weiter und so fort. Und je wärmer es ist, desto schneller bewegen die sich. Und daran hat man halt einfach die Temperatur definiert. Ne? Ja, ist jetzt ziemlich komisch, aber es ist halt so. Ne? Die Temperatur, die ist tatsächlich an dieser Sache gekoppelt. Ja? Und da kamen jetzt irgendwann mal irgendwelche Physiker daher und haben gedacht, ja, das ist jetzt gut und schön. Wir haben jetzt irgendwas entwickelt, womit wir die Temperaturen sozusagen registrieren können. Ja. Bloß die Frage ist jetzt nur, wie tun wir denn die Temperaturen definieren? Ja. Das haben sich unterschiedliche Physiker gefragt. Ja. Da gibt es ja so einen Typen, der heißt Celsius. Ne? Mit dem Nachnamen Celsius. Der hat irgendwann mal gesagt, ey, ich habe hier jetzt mein Thermometer und ich definiere jetzt einfach mal die Temperatur. 0 Grad beträgt der Taupunkt oder der Schmelzpunkt von Eis zu Wasser. Genau. Sobald es im Winter ein bisschen wärmer als 0 Grad ist, fängt der Schnee an zu schmelzen. 0 Grad. Und dann hat er auch noch gesagt, okay. Jetzt, wenn wir schon das anhand von Wasser definiert haben, definieren wir jetzt auch noch 100 Grad. Ja? Und die 100 Grad hat er halt eben so definiert, dass dementsprechend das Wasser an dieser Temperatur anfängt zu verdampfen, zu kochen, zu sieden. Ja? Das heißt, 100 Grad ist die Siedetemperatur vom Wasser. 0 Grad ist die Schmelztemperatur vom Eis bzw. vom Wasser. So, jetzt gab es aber auch noch so ein anderer Typi, ja, der nennt sich Fahrenheit. Der hat irgendwo in den USA gelebt
und hat gesagt, ja, natürlich, früher gab es ja keine so Telefone und keine irgendwelche Chats oder Messenger-Dienste oder sonst noch wie. Deswegen haben die voneinander nichts gewusst. Ne? Ja, und der hat quasi zur gleichen Zeit gelebt wie der Celsius und hat halt gesagt, ja gut, ich kenne keinen Celsius, ich weiß nichts. Der hat halt eben so seine eigene Definition gemacht. Ne? Und zwar nämlich war der Amerikaner auch schlau gewesen und hat gesagt, so, wir definieren jetzt mal Fahrenheit. 0 Grad Fahrenheit ist der Schmelzpunkt vom Meereswasser. Ne? Und zwar nämlich in Regionen wie in der Arktis oder in der Antarktis gibt es ja sehr viel Packeis und sonst noch was. Da friert ja das Meereswasser so richtig ordentlich zu. Ja? Und der hat halt mal gemeint, ja, wann tut denn eigentlich das Meereswasser da auftauen? Ne? Und dann hat er halt gesagt, okay, alles klar, das definieren wir als 0 Grad Fahrenheit. Ja. So, jetzt müssen wir aber wissen, wie viel ist denn 0 Grad Fahrenheit in Celsius? Ja. Weil wir leben ja hier in Europa, hier hat sich überall das Celsius-System durchgesetzt, aber in Amerika ist bis heute immer noch das Fahrenheit-System. Ja. Wie viel ist denn 0 Grad Fahrenheit in Celsius? Das können wir Ihnen ganz einfach sagen. Und zwar nämlich beträgt 0 Grad Fahrenheit in Celsius eine Temperatur von minus 17,7 Grad Celsius. Ja, minus 17,7 Grad. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch 100 Grad Fahrenheit definieren. Ja. Die 100 Grad Fahrenheit, die sind folgendermaßen definiert. Und zwar nämlich hat er gesagt, er selbst lebt ja. Er selbst ist ja ein Mensch, genauso wie wir alle. Ja. Und da hat er dann die Idee gehabt, ja, Moment mal, ich könnte doch eigentlich 100 Grad Fahrenheit als die Körpertemperatur des Menschen festlegen. Ja. Und in diesem Moment gilt 100 Grad Fahrenheit sind 37,7 Grad Celsius. Natürlich, klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, Moment mal, der Mensch hat nie im Leben 37 Grad, das ist ja schon Fieber oder sonst noch wie. Aber in der damaligen Zeit war das halt tatsächlich so gewesen, ne? Dass der halt gedacht hat, ja, okay, 37 Grad Celsius ist halt 100 Grad Fahrenheit, ne? Und die Amerikaner kommen damit scheinbar wohl doch alle noch relativ gut zurecht, ne? Ja, genau. Damit haben wir jetzt die Temperatur so ein bisschen erörtert, ja? Jetzt aktuell haben wir zum Beispiel hier am Boden eine Bodentemperatur von 13,3 Grad, ne? Ich habe jetzt hier schon erwähnt, einmal Bodentemperatur. Ja, das wird gemessen. Dann gibt es noch die Temperatur in 2 Metern Höhe. Da müssen wir mal kurz die Kamera rüber schwenken. Einen ganz kleinen Moment. Die Temperatur in 2 Metern Höhe beträgt jetzt aktuell zum Beispiel 17,5 Grad, ne? Währenddessen wir hier am Boden nur 13,6 Grad haben. Ne? Ja. Dann gibt es natürlich auch noch andere Temperaturmessungen, wie zum Beispiel im Boden. Ja? Und dann gibt es auch Temperaturmessungen in der Höhe zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel ein Sounding, das wo nach oben fliegt. Ja? Das misst die Temperatur tatsächlich bis hoch oben. Ja? Genau, deswegen die Temperatur. An einem bestimmten Ort hilft uns herauszufinden, zum einen, wie warm es ist oder wie kalt es ist, wie ziehen wir uns denn für heute an. Aber es gibt tatsächlich sogar ein Temperaturnetzwerk. Ja. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich kann jetzt mal ganz kurz hier von meiner Wetterstation hier ein bisschen was zeigen. Ne? 18 Grad haben wir jetzt aktuell in Bad Rappenau. Und wenn wir jetzt feststellen, so an anderen Orten haben wir jetzt aktuell 12 Grad, ja, das hier ist an der Grenze zu Weißrussland, ist auch 12 Grad. Gut, die Wetterstation hier ist außer Betrieb aktuell. Hier in Gdańsk, das ist in Schweden, haben wir nur 2 Grad, ne?
Obergurgl ist in Österreich 11 Grad, Adleralm ist in Italien 15 Grad und so weiter. So stellen wir fest, dass wir ein großes Temperaturnetzwerk haben. Und diese Temperaturen, sie, wenn wir die längere Zeit aufzeichnen und auch dokumentieren, geben irgendwann mal eine Art Durchschnitt. Ja. Und dieser Durchschnitt, wenn wir den über eine längere Zeit dann aufzeichnen, auswerten, archivieren, gibt es irgendwann mal ein Klimamittel. Ja. Nach 30 Jahren Durchschnitt kommen wir auf ein Klimamittel. Dann können wir sagen, zum Beispiel das Klimamittel vom Jahre 1990 bis 2010, das sind 30 Jahre, da haben wir tatsächlich diese und diese Temperatur gehabt. Ja. Oder 1990 bis 2020, habe ich jetzt vorhin 1990 gesagt? Nee, 1980 bis 2010 ist 30 Jahre. Ne? 1990 bis 2020 ist das neue Klimamittel. Ja, und das hat alles mit einer Temperatur zu tun. Ne? Ist eigentlich ganz interessant. Ne? Und ja, dadurch können wir dann Klimaveränderungen aufzeichnen, mit Hilfe von dieser Temperatur. Ne? Was am Anfang scheinbar ganz völlig normal ist, um herauszufinden, wie warm ist es denn eigentlich, kann ganz am Ende komplett interessante Fakten auf den Tisch legen. Und dann können wir feststellen, hey, in dem Zeitraum bis, war es zu warm, war es zu kalt, was ist der Durchschnitt? Ja. Und das machen wir alles mit der Temperatur. Ne? Also deswegen, jetzt wissen Sie auf jeden Fall Bescheid, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Die Temperatur ist im Prinzip nichts anderes als eine kinetische Energie, die wird in der Thermodynamik ganz gerne verwendet. Ja. Und die ist halt gekoppelt anhand der Schwingungen der Atomen. Ne? Und es gibt zwei unterschiedliche Einheiten, einmal Celsius, Taupunkt vom Wasser oder Schmelzpunkt vom Wasser ist 0 Grad, Siedepunkt vom Wasser ist 100 Grad und dann gibt es auch noch die Fahrenheit. 0 Grad Fahrenheit ist der Schmelzpunkt vom Meereswasser mit Salzgehalt und so. Deswegen können Sie auch Salz zum Beispiel im Winter nur bis minus 17,7 Grad benutzen. Wenn Sie unter minus 17,7 Grad Salz auf den Schnee draufschmeißen, dann passiert da einfach gar nichts. Das ist auch mal so. Wenn es unter 0 Grad Fahrenheit ist, dann bringt Salz nichts. Und 100 Grad Fahrenheit ist dementsprechend die Hauttemperatur hier beim Menschen. Es gibt aber auch noch so einen Typi, der heißt Kelvin, der Physiker. Das habe ich vorhin vergessen noch mitzuteilen. Dieser Kelvin, den hat es richtig aufgeregt. Warum gibt es eigentlich negative Temperaturen? Hat der Typ gesagt. Ne? Ja. Und deswegen hat er gesagt, hey, aber der Celsius, der hat ja schon ganz gute Arbeit gemacht. Ne? Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie die Celsius-Temperatur, die was wir hier haben, ohne negative Vorzeichen dementsprechend haben müssten. Ne? So. Deswegen hat er gesagt, okay, alles klar, wir müssen herausfinden, was ist denn überhaupt die allerkälteste Temperatur, die wo es überhaupt jemals existiert. Ja? Natürlich, klar, hier auf der Erde war die kälteste Temperatur minus 89,2 Grad. Ja? Das sind sie da irgendwo in der Arktis da gemessen. Ne? Oder in der Antarktis, in der Südhalbkugel. Ja? Dort hätten sie minus 89,2 Grad gemessen, aber es geht auf jeden Fall noch kälter. Ja? Und irgendwann hat er mal herausgefunden und hat gesagt, die kälteste Temperatur ist minus 273 Grad. Kälter geht es nicht mehr. Egal ob hier auf der Erde oder im Universum oder sonst noch wo, kälter geht es einfach nicht mehr. Und dann hat er gesagt, so, Jungs, ich definiere jetzt 0 Grad Kelvin, also nach meinem Nachnamen 0 Grad Kelvin sind exakt minus 273,15 Grad.
zurückgestellt hat, geht es nicht mehr. Und so geht es von 0 Grad Kelvin bis, was weiß ich wie hoch, bloß halt eben in 273 Grad Abständen halt, ja, genau. Das heißt, als Beispiel, wenn wir jetzt die Bodentemperatur nehmen, wir haben jetzt hier 13 Grad, ne? Dann müssen wir auf die 13 Grad noch die 273 draufrechnen und sagen so, alles klar, jetzt hat es 286 Grad Kelvin. Ganz schön heiß, ne? Genau. Also, das ist noch der Nachtrag zu Kelvin. Ne? Ja, genau, also im Grunde genommen haben wir alles zu der Temperatur gesagt. Sie wissen jetzt auch die Definition. Ist halt anhand der Schwingungen der Atomen definiert. Je wärmer es wird, desto fröhlicher sind die Atome sozusagen. Und ja, genau. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, das war es jetzt auch zu der weiteren Folge zu WWW-Wetterwissen, die Temperatur. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.